Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Y. Im letzten Part sind wir hier in der Arena von Citro stehen geblieben. Warte, ich kenne die Frage da noch nicht mal. Ich habe sie komplett vergessen. Hier kommt die Frage. Ach ja, Sodamark. Yeah. Welches Pokémon ist das? Vegemark, Krillmark oder Sodamark? Okay, ich mach zuerst den mittleren. Du willst nur und kämpfen. Ja, ich brauch die EP. Mein Knack, mein Vibrava braucht die EP. Welcher Level hat das Teil? Na, 35. Oh Gott. 35 entwickelt sich das Ding ja. Elektroball. Oh nein! Nicht Elektroball! Das kann sich boomen. Böses Boom-Ding. Okay, Level 36 schon. Wir sollten nicht Blackmon. Was? Fuck! Der kann mich boomen! Highlight Level! Das Ding kann mich boomen! Fuck! Und okay, es macht nur Lichtschild! Ich tue ja physisch angreifen! Trottel! Und der Rivale vergräbt sich jetzt am Boden! Wenn der mich jetzt kann er mir Schaden machen? Ach yes! Er kann ja keinen Schaden machen! So viel Lack! Ich hatte so viel Lack. Mit dir, du Teil. Lusche. Das ist eine Lusche. Blackmon, yay. Warte, ich hab keinen Kriegstein mehr. Zuflucht, was ist Zuflucht? Du weißt eigentlich auch nicht, was das ist. Zuflucht, was bist du? What the fuck? Warte. Ah, ne. Das ist geil? Ja, ist es zwar, aber ne, ich tu's ihm nicht beibringen. Stärke 140, aber... Ich kann es erst benutzen, wenn ich die drei andere Attacken im Kampf benutzt habe. Oh ne, jetzt wurde nur erstarrt. Und das ist ja dumm. Und das ist dumm. Das wäre ein großes Risiko. Hör auf, über dein Spiel zu reden. Habe ich schon Gertrud gesagt. Oh, Fleck! Nee. Nein, du entwickelst dich nicht zu Lamus. Ich will ein Lashoking aus dir machen. Warte. Wenn ich schon jetzt einen Kingstein habe, dann raste ich aus. Daneben, bis zur nächsten Folge, bis zur nächsten Woche bei Wer wird Millionär? Warte. Okay, ich hab's noch nicht. Dornstein? Was ja. Aus der Illumina-Steppe. Ja, ich denke, es ist Sodamark. Okay, noch ein Kampf. Warte. Bitte, kein Elektro. Ich glaube, es ist Ampharos. Ja, das ist der Ampharos-Trainer. Fuck! Ist das der mit seinem Donnerschlag? Ja, das ist das Ampharos. Aber du weißt, dass das keine Wirkung auf ihn hat. Ja, aber trotzdem ist es fucking Ampharos. Oh, ich bin schneller! Nein, als Knacklion. Als Knacklion wird es bestimmt langsamer. Aber ich glaube, das Ding überlebt. Auch wenn Step Schaufler ist, ist es fucking Ampharos. Ja. Statik, scheiße. Juhu, jetzt darf ich nicht mehr mit Dings machen. Das scheiße und auch noch. Arschloch. Warte, ich hab eine Idee. Ich meine, wozu habe ich ein Lucario mit Knochenrang? Oder weil das hat? Knochen hat, ja. Knochenrang ist der, die Attacke von Dragos und Knochen. Juwelenkraft! Vergiss immer, welchen Typ das Gestein. Die Attacke hat. Ach so, Gestein, okay. Ich denke immer, es wäre Psycho oder Unleashed. Aber warum bin ich nicht auf die Mega-Entwicklung gegangen? Ich verzichte immer auf die Mega-Entwicklung, schon. Das ist ein aber John Cena! Ich meine, es ist fucking Ampharos. Mann, das Ding hätte mir bestimmt viel Schaden angerichtet, Leute. Ego-Trip. Was ist Ego-Trip nochmal? Die Attacken und Nachahmen wie Donner. Okay, dann mach die mit Salzsound weg. So, was? Ich hab das schon in der Videospasse, aber nicht über meine X-Datei. Weg damit. Der Rivale ihrer Schlafen-Level. Wann entwickelt sich Rivale nochmal zu Libeldra? Ich glaube bei den 50ern. Ja, bestimmt. Draschel entwickelt sich ja auf Level 50 zu Brutalanda.
So, jetzt kommt noch eine Ebene, soweit ich weiß. Andererseits, da gibt es nur Mino und Plusio und Pikachu. Ha! Mann, auf der Ebene sind voll die geilen Pokémon, Elektro-Pokémon und Elektrobahn, Ampharos. Ja, und auf der nächsten. Scheiße. Was kommt da? Die Pokémon, die man gleichstelligen kann mit Carpador. Nicht der Schwester gegen Carpador hätte, aber ernsthaft. Das war ja mal ein tolles Spielchen. Boomen so. Und Schaufleien sitzen. Hier kommt die Frage. Das ist ein. Nee, das ist ein Smetbo. Weil ich erkenne die nicht. Das ist ein Vivillon. Smetbo. Und das ist ein Moterpel. Und welches dieser Pokémon ist ein Vivillon? 1, 2 oder 3? Ich glaube, das ist die 2. Das ist aber die 2. Du erstmal die anderen. Ich glaube, es ist das Moterpel, das Vivillon heißt. Ein Moterpel, man kann dem Ding ja den Spitznamen Vivillon zum Beispiel geben. Dann ist es ja richtig. Pikachu. Das. Man darf was selbst das Reitschuf da. Ja, da war selbst das Reitschuf der Ebene drunter viel interessanter. Was, da war ein Reitschuh? Ja, da war ein Trainer, der hatte was, Reitschuh. Was, das hat ja Knirsche schon drauf. Ja, das hat... Jetzt ist ein Scheißerzacke. Natürlich. Verarschen kannst du mich selber, Pikachu. Wäre jetzt geil, das wäre Erdbeben. Slam! Dampfwalze! Bäm! Na gut, Erdbeben kriege ich erst auf der Route. Kriege ich erst vor oder nach dem 8.9. Kommt drauf an, wann ich das nehme. Doch ja, auf der Siegestraße. Dann gibt es noch Energieball in dem Wald dort vor Macht Norden. Mann, Pikachu hätte das niemals überlebt. Auch wenn es kein Step gewesen wäre. Ich glaube, selbst eine Lebensstelle hätte das Ding nicht überlebt, so dumm wie das Ding ist. Und ja, Leute, ich hasse Pikachu. Aber Slam? Slam Respekt. Nur, dass die Attacke kaum trifft. Muss man auch dazu sagen. Minun. Juhu. Dann wollen wir wetten, der nächste Trainer hat einen Pluslöffel. Hat er auch. Mann. Ich bin so... Imitator. Fahr schon ganz viel selber. Weil vielleicht tippt ihr das auch Dampfwasser, aber es hat ja keine Wirkung. Schweber hat das als Vibeldra. Als Vibrava glaube ich auch. Ich guck mal. Der Rivale kriegt ja ein paar EP. Lurak. Level 42 für das Glurak. Glurak. Und du hast so underlevelte Pokémon. Glurak und Felinaran, die höchsten Level mit 41 und 42. Andererseits, die einzigen Pokémon, die ich in der Arena benutzen kann, wären Felinara. Ne, Felinara am wenigsten. Vibrava etwas. Ja, und da wäre noch Lucario, den ich hier benutzen könnte. Knochen hat's. Ich glaube, ich benutze jetzt mal ganz verschwenderisch eine Top-Genesung, damit die Paralyse weggeht. Ja, aber du willst ja nicht mit der ganzen Arena eine Paralyse. Ja, bei Marina leider nicht. Andererseits, ich weiß sogar, was sein spezielles Magneton. Pokémon. Nein, sein Signatur-Pokémon ist Elisard. Und so, ganz ehrlich, ich werde nicht mit ihm hier beginnen, weil sein erstes Pokémon ist dieses fünfte Gen-Kack-Fisch, Emolga. Ach ja, Boden, keine Wirkung. Wegen seines Flugtypens. Ja, und das Minion kriegt da einen One-Hit ab. Und Gengar ist das richtig wie ich schwebe. Ja, ich hab's ja ein Pokémon Diamant im Team. Und ich hab Simsala und Diamond. Aber. Sein Kopfstoß! Dragonface will jetzt auch seinen Kopfstoß. Wie war Pokémon? Wie das Fleckmon, das ich nicht. Kopfnuss so, oder Schutzschild? Kopfnuss. Schutzschild ist viel zu wichtig auf das Ding. So, wirklich? Ja, so wenig wie das Ding aushält. Zum Beispiel, wenn Letterking vor ihm steht, dann durch
nur in den Faulenzer-Runden angreifen und wenn er nicht Faulenz, Schutzschild machen. Ist einfach die perfekte Idee. Ja, wie bei na gut, ich Norman, weiß. Seine Schnarschnachrunde ist da, dann ist sie wieder ja, weg. Bei Marina-Leiter Norman. Wie lange dauert diese Schnarschnachrunde? Eine. Ja, und wie viel dauert es wieder, sie weg? So, weißt du was? Ist es, er tut eine Runde angreifen, dann der zweiten tut er faulenzen, dann tut er in der dritten wieder angreifen. Es war ein Vivillon. Ich hab meine Pokémon gerade wieder gehört, aber weg mit dem Diamond-Scheiß. Da ist Citro, ich dachte gerade, dass wir ein. So, mit wem beginne ich eigentlich? Fleckmon auf keinen Nein, Fall. Fleckmon auf gar keinen Fall, Glurak auch nicht. Ich glaube, ich beginne mit Felinara. Felinara ist in meinen Augen der Schlauste. Weil ich du deine Mondgewalt raushauen, du das Imolga hoffentlich töten, weil er ist kein Voltwechsel. Ja, und dann wechsel ich, falls Elisard kommt, zu Lucario. Wenn nicht, wechsle ich zu und mach dann einen Steigerungshieb, weil das Ding ist ja elektronormal. Das ist ja. Citro, der Arena-Leiter von Illumina City. Alles klar, du machst dich besser auf was gefasst. Mein Bruder hat es nämlich ist nämlich genauso stark, wie man es vom Arena-Leiter von Illumina City erwarten würde. Die Pokémon sind so stark. Heureka, wie oft muss ich es dir noch sagen? Es sind die Pokémon, die für mich kämpfen. Weil ich bin so ein großer Noob. Das weißt du doch. Ja. Ich weiß, du bist ein Noob. Also dann jetzt, weil ich möchte einen spannenden Kampf sehen. Ja, ich weiß. In diesem Sinne, dann wollen wir mal beide unser Bestes geben. Ja. Da hat ja und unter anderem so ein Elisard-Kopf oder so, weil er hat da irgendwie den Hals von Elisard, weil wenn er eine Attacke ja warum ist und ich, oh, das ist so viel anscheinend ja, sonst konnte ich es gar nicht entwickeln so Felinara Eroas beginnt hier, gerade wirklich schlau so schlau aber nun auch wieder nicht. One Hit! Yes! Yes! Weg mit dir! Ich glaube, jetzt kommt sein Magneton. Ne, er hat kein Magneton. Oder doch? Ja, jetzt hat. Ich Was? Wechsle. Du, Rivale? Ja, ich wechsle zu Rivale. Er braucht auch diese Dampfwalze. Er braucht jeden EP, den er kriegen kann. Genauso wie wie das andere Drachen-Pokémon in meinem Team. Ja, genauso wie Draschel. Siehst du, die sind so, schon so große Rivalen, dass ich ihre Namen nicht mehr weiß. Wie Brava und Draschel. Was? Ah ja, richtig, es hat Robustheit. Spiegelsalbe. Nicht sehr effektiv, die Stahlattacke. Citrobeere. Gut, dass ich die ihm gegeben habe vorhin. Oh Gott. Warte, lass mich ran. Jetzt benutzt er deinen ersten Hyperkrank. Bitte Volltreffer. Nee, es hat Robustheit. Volltreffer. Nee. Doch. Weil irgendwie kann man diese noch nicht. Ja, jetzt hat er beide verschwendet und du ziehst nicht für sein Signatur-Pokémon benutzen. Wie ist das nochmal Legendar? Ja. Jetzt kann man die Robustheit leicht überwinden. Feuer-Odin. Ja, ich habe noch nie Feuer-Odin benutzt bei ihm. Weder bei ihm noch bei Draschel. Ja, als er noch ein Knacklion war. Geil. Habe ich selbstverständlich erlernen lassen. Wäre dumm, wenn ich es nicht machen würde. Es gibt auch eine Feen-Arena. Ja. Aber da würdest du. Nein, bitte keinen Weglo. Wartest du, jetzt kommt das Elisard. Jetzt sollten wir wechseln. Und jetzt kann es kein Nit. Wollt wechseln? Doch, aber dann wird es nicht ausgewechselt. Nee. Sein Spezialattack ist Donnerblitz, das sagt die TM, die man hier kriegt. Geil. Ja, da, Hals von Elisard. Warum gehe ich nicht schon auf die Mega-Entwicklung? Es ist fucking Mega Lucario. Da sieht man, es ist aber jetzt wird das sicher. Donnerblitz, ich glaube, Lucario überlebt. Es ist zwar ein. Step Donnerblitz. Doch. Ja, aber das hätte auch. Warum? Schon. Dann ist der legendäre Held. Weil ich ist Mega Lucario. Ja, weil ich finde, Mega Lucario sieht richtig aus wie ein Superheld. Das und er schreit auch noch so laut. Wie so ein Held, der gerade die Apokalypse auffällt. Oh Mann. Gegen Elisa.
Start. Mann, schalt, dass Lucario erst auf Level 55 Nahkampf erlernt, während Staraptor das auf Level 34 erlernt. Yay, John Cena Level 38. Mann, das war die leichteste Arena, die ich je gehabt habe. Andererseits, die von Amaru war leichter. Deine Einstellung zu kämpfen ist elektrisierend. Ich fühle mich wie vom Blitz getroffen. Wow. Was für ein Blitz. Das ist ja auch eine Elektro-Arena. Und ich krieg 5000 Poké-Dollar. Gott. Und nein, Fleckmon, du entwickelst dich nicht zu Lamus. Du willst ein Lasho-King. Ja, ich glaube, man kriegt da gleich den Kingstein irgendwann. Gleich. Auf jeden Fall kriegt man den in Illumina City. Oh, Bruderherz, du hast ja verloren. Ach, Eureka. Ich sagte dir doch, ich bin ein Noob. Und ist doch schön, wenn wir einem so starken Herausforderer noch was lernen können. Besonders, weil ich Noob bin. So, für deinen Sieg bekommst du den Ampere-Orden und dies hier. Warum nicht den Blitz oder den Donner-Orden? Donner-Orden hatte man, glaube ich, schon. Ach, ja, kannst du, glaube ich. Mit dem Ampere-Orden gehorchen die alle Pumpen bis Level 70. Ampel-Orden. Und dann bekommst du noch diese TM von mir. Hier, bitteschön, TM 24, Donnerblitz. Yeah. Dank einer Stärke von 90 und einer Genauigkeit von 100 ist das eine Elektroattacke. Wer ohne 90 und 100 eine Elektroattacke? Auf die man sich verlassen. Ein paar Mal einsetzt. Dann gibt's schon, dass es nicht trifft. Weil es ist nicht so wie Ayuras, wo dann auf jeden Fall trifft. Deshalb ist sie wahrscheinlich auch so beliebt. Yay, Donnerblitz. Ich hoffe, es kann jemand erlernen. Warum ist jetzt schon über? Mensch, Eureka, unterbrich mich doch nicht. Und wieder einmal werden wir Zeugen eines bahnbrechenden Moments, in dem uns die Wissenschaft ein gutes Stück in die Zukunft bringt. Besonders für mich, weil ich Noob bin. Aber egal. Ich habe nämlich ein Ausgabenmaschine für technische Maschinen erfunden. Das war es, was ich eben eigentlich noch sagen wollte. Es geht mir übrigens gar nicht so sehr darum, immer stärker zu werden. Ich versuche einfach Spaß mit meinen Erfindungen zu haben und jeden Tag sie in die Luft zu sprengen, wie im Anime. Ja, im Anime tut das jemand die Luft sprengen. Hey, wäre mich jetzt überrascht, was könnte Donnerblitz im Grab? Warte. Rival mit Donnerblitz. Das ist Drache. Boden! Ja, hör auf so zu schreien. Und ist Drache Elektro. Donnerblitz kann leider niemand erlernen. Strauchler könnte höchstens Fleckmon erlernen. Fleckmon und eine Pflanzenattacke. Das ist genauso unpassend wie Phoenixes, wie Glurak mit Solarstrahl, weil das kannst du wirklich erlernen. Weg mit dem Flattern. Warte. Na, alles in Ordnung bei dir? Ich würde gerne etwas mit dir besprechen. Schau einfach im Bistro Flordidis vorbei. Du weißt, welches Bistro ich meine, oder? Es liegt in einer Seitengasse der Herbstallee. Ganz in der Nähe des Prismaturms. Wenn du es nicht finden solltest, dann nimm dir einfach ein Taxi. Bis später. Nimm dir den Taxi. Nee, ich will Geld sparen. Ich bin geizig. Ja. Einmal hatte ich nicht genug Geld. Ich glaube sogar dort kriegt man den Kingstein. Vielleicht solltest du schon mal dein 3DS auspacken mit Pokémon X. Ich glaube, ich hatte noch nie den Kingstein. Doch, den hast du doch für dein Quapuzzi benutzt. Ach, ja. Dann hatte ich ein Quaxo, das relativ dumm von mir war. Quaxo ist nämlich sehr langsam, muss man sagen, in deinem Netz. Ich habe auch ein Quaxo. Ja, schön. Gib ja nicht an mit deinem Pokémon, mein Kleiner. Kai hat Psychokinese drauf. Ja, schön. Nicht Wasser-Psycho, Wasser-Kampf. Naja, aber... Ja, warum auch immer kann... Ganz ehrlich, bei Quapsel denkt man doch immer, das wäre eine... Psycho-Pokémon. Ja, bei Quapsel denkt man schon an Psycho. Andererseits... Ja, es gibt... Auch. Warte, wo ist das Hotel Flordedes nochmal? Bistro, nicht... Hotel. Ja, die haben einfach irgendwas mit mit Bistro gequasselt, da also kommt man da leicht durcheinander. Ja, Bistro. Wisst ihr was, ich bin faul, ich hol das Taxi. Ja. Ich hatte einmal kein Geld und musste gegen ihn kämpfen. Ja, hat er dich dann rausgeschmissen dort, wo du sein wolltest?
näher wie ihn liegt. Und hatte mich trotzdem noch hineingebracht, glaube ich mal. Ja, so kann man Geld sparen. Und so muss man. Und so kann man wenigstens auch trainieren. Und ich weiß nicht mehr, Level wie viel Pokémon der hat. Ich glaube, der hat so starke. Ich glaube, der hat 35 oder so. Ja, der sagt da 710, aber es ist nie 710 Pokédollar. Warte. Restaurants. Nee, nicht Restaurants. Hey, fahr nicht weg, Taxi. Das ist Betrug, weil der will immer mehr als 1000. Kaffee. Wo ist das Bistrofe? Ah, das ist ja. Ja, das wird später nochmal wichtig. Weil das nein, sag ja nichts. Vielleicht gibt es ja Zuschauer, die das Spiel nicht kennen. Und okay, vielleicht das. Böser Spoiler! Als hätte Dianta denn schon genug gespoilert. Wer? Dianta. Ach ja. Die ist. Nein, sag's ja nicht. Hier sind wir. Jodis mit seiner absolut französischen Stimme. So. Ich habe mich gerade angeregt, mit Floridis über die Mega-Entwicklung zu unterhalten, zu der du Nachforschungen anstellst. Man kann dir wirklich nur gratulieren. Ich wünschte, ich könnte wie du die Mega-Entwicklung einsetzen. Du musst wissen, dass Floridis königliche Fruchtwache. Warte, scheiße. Das ist ja Platan. Du musst wissen, dass Floridis königliche Vorfahren hat und somit auserwählt ist. Fürwahr, ich bin wohl ein Nachkomme des jüngeren Bruders des Königs. Allerdings reichen die Erzählungen 3000 Jahre zurück und sind somit nur bedingt zuverlässig. Übrigens, Felicia, weißt du, wo der Hololook entwickelt wird? Ja, bei Ganondorf. Ganz genau, im Labor von Ganondorf. Ganondorf verdient wahrlich unseren Respekt. Ein Teil der Erlöse steckt er in Forschungsprojekte, die dem Wohl der Pokémon und Trainer dienen. Menschen lassen sich in zwei Kategorien unterteilen, die geben und die nehmen. Genauso wie bei den legendären Pokémon der Kalos-Region. Leben geben, Gaben und Namen. Und möchte anderen etwas geben. Aber auf der Welt gibt es genügend Narren, die ihre Stärke zur Schau stellen wollen, indem sie von anderen nehmen. Diese Menschen sind abscheulich. Vor langer Zeit wollte der König von der Kalos-Region alles für sich haben. So erschuf er eine schreckliche Waffe. Letzten Endes entfesselte er die Flammen der Zerstörung. So wird es jedenfalls überliefert. Kalos ist wunderschön, so wie es jetzt ist. Wenn die Zahl der Pokémon und Menschen nicht weiter steigt, gibt es auch keine Streitigkeiten. Doch die Zukunft steht noch nicht fest. Niemand kann sagen, dass er morgen genauso sein wird wie heute. Was der König damals getan hat, war falsch, aber ein gutes hatte es dann doch. Die ultimative Waffe hat auch all das Schlechte in ihrer Ära vom Anglis der Welt gefickt. Yes, da ist der Kingstein. Ja, du solltest schon mal Pokémon X vorbereiten. Danke, dass du mir zugehört hast. Ne, ich hab doch den Kingstein. Das ist ein kleines Dankeschön. Das geht auch nur durchs Tauschen. Du weißt schon, Kingstein den Pokémon zum Tragen geben, ja. Dann tauschen. Tauschen. Warte, jetzt habe ich zu schnell weg. Keine Ahnung, wir sind bei 24 Minuten. Hol schnell deine X-Edition. Ja, sie verraten deutlich seinen berüchtigten Stolz auf seine Abstammung. Dort jedes Wort sind sehr prägnend und in sich schlüssig. Aber das muss nicht heißen, dass er auch recht hat. Felicia, das Wichtigste ist, mit wem du deine Zeit verbringst. Genieße die Zeit, in der du mit deinem Pokémon die Kalos-Region bereist. Natürlich
Mit meinen Pokémon, lieber Professor Platan. Warte, ich muss noch die Galaktika-Rübe. Warte, geben. Wow, jetzt hat jeder ein Item, außer... Hey, Junge, dein... Warte, was kriegt der Lucario? Ah ja, richtig, dem Lucario Need. Stimmt, Schonk. Ich bin der größte Onkel. Holonarisch, yay. Probato, yay. Lange nicht von dir gehört. Ich wollte dir nur Bescheid geben, dass wir uns alle auf Route 14 treffen. Auf Route 14. Ach ja, der Bullshit. Was passiert denn noch? Ich ach ja, im Gruselhaus. Ach, ja, ja. In diesem Part wird's noch gruselig. Du bist ja auch schon gruselig so. Ach, First Try richtig. Nein, nicht mein Zimt. Warte, was soll ich dir machen? Nicht mein Zimt, Salam. Würdet ihr die Gauss bocken? Mini F! Du bist aber schnell. Ja, ich bin Sonic! Sonic the Hedgehog! Grüß dich, Minief. Wir haben gerade verglichen, wie weit wir mit dem Pokédex schon ausgefüllt haben. Natürlich habe ich gewonnen. Das Vervollständigen des Pokédex überlasse ich lieber euch, Trovato. Ich mag es nicht, wenn alle dasselbe tun. Minief, wollen wir mal wieder vergleichen, wie viele Pokémon wir schon entdeckt haben? Lass uns diesmal deinen Blick auf den Gebirgs-Pokédex warten. Auch eine Art von Pokémon-Kampf, was? Also, Minief, du bist bisher 10 Pokémon begegnet. Dagegen komme ich nicht an. Ich habe verloren, Mensch, das ärgert mich jetzt aber. Ah, du bist auch schon einen Kaumalat begegnet, Minief. Ja, beim Offscreen-Heilen bin ich dem begegnet. Die gleichen Pokémon zu kennen macht total froh. Findest du nicht auch? Es gibt wirklich eine ganze Menge Pokémon hier in Kalos, was? Jetzt bin ich dran. Fiesia, ich fordere dich zu einem Pokémon-Kampf heraus. Ach ja, es kann ja. Ja, das mit der Entwicklung muss jetzt warten. Ach ja, jetzt kommt zuerst der Kampf gegen Serena. Psyaugon. Ach, ja, Psyaugon. Ich hab Fidi vorne. Yay, Spaß, beiseite. Ich weiß, du los noch bist. Ja, aber ich tausche. Ich meine, was will Psyaugon schon gegen den Rivalen tun? Knirscher. Knirscher! Macht er jetzt eine Giftattacke oder so? Nee, er macht nur Lichtschild. Ich du physisch angreifen, du Honk. Hätte das den Käfer gegeben. Ja, Käferflug. Aber davon haben wir schon zu viel. Psychic. Psychokinese. Das sollte der Rival überleben. Knirscher raushauen und dann ist das tot. Das war kein Stepper, aber sehr effektiv. Überlebt es das? Ja, locker. Deine physische Verteidigung sinkt, ey. Wie viel Lack muss man haben? Lurak! Was, ich muss noch den Kampfbaum machen. Müssen. Ja, ich glaube, sie hat da ein Fisco rauf. Ja. Okay, das tut nicht. Oh, Quit. Schlitzer! Schlitz das Ding auf! Volltreffer, Lurak. Bitte! Nee. Okay. Er macht nochmal Psychokinesen. Ich finde den englischen Namen besser als Psychokinese. Psychic hört sich doch cooler an. Und das so nennt sich auch Enthorn. Psychic. Nein. Da verwechsel ich das gerade. Psyduck. Ach ja, Psyduck. Absol. Kampfer? Voll das Opfer. Lucario. Nein. John Cena. Da. Keine Ahnung. Aber was? Wir reden hier nicht von Privatspielständen. Ja, weg. So würde ich am liebsten auch mein... Mega-Entwicklung. So würde ich am liebsten auch mein Macholo in Pokémon... mein Machoma in Pokémon Diamond nennen. Aber ja, ich... Da ist ja dein Gengar. Ja. Steiger muss ich...
soll das Opfer abholen. Ja, was? Angriff, ja. Ja, ich weiß sogar, dass ihr Mega-Pokémon normalerweise Mega-Absol ist. Ja. Was ja ein cooles Pokémon ist. Die Walle hat Level 8. Dragon Face erreicht. Das sind wirklich Rivalen. Ja, jetzt kommt Phoenixes. Phoenixes. So, Feuerpsycho ist das Teil. Wasser. Warte, habe ich noch was anderes sehr effektives? Wenn da wäre es der Rivale, aber ich gehe lieber auf Flegmon. Wir wollen kein Risiko angeben und krieg keinen Level ab, du scheißes Teil. Nimm es nicht zu. Tolles Teil. Phoenixes. Mann, Phoenixes kann eigentlich gar nichts gegen Flegmon machen. Flegmon kann sich dann auch noch heilen. Kannst du ganz schon als Routine. Ich meine, Flegmon ist ja auch Psycho. Ja, Flegmon ist ja auch nicht wirklich ein großer Angreifer. Flegmon ist eher auf der Verteidigung. Route? Nein, wir reden nicht von der Flegmon-Route. Ich überlebe noch ein Psystrahl. Hat jemand wirklich mal die Route dieses Teil abgeschnitten? Ja, Team Rocket! Oh, 4! Kappe! Sterb, Phoenixes! Sterb! Oh Mann, gut gemacht, Flegmon. Warum verwechsel ich? Ich dachte, das wäre ein Quatsch. Nein, Mach ich ja nicht. Egal. Ich dachte, das Ding entwickelt sich so langsam im 40er-Bereich. Mit dir zu kämpfen macht wirklich Spaß, aber ständig zu verlieren kratzt an meiner Ehre. Schamier. An meiner nicht, weil ich gewinne immer. Hahaha. Nein, Flegmon. Das ist schon das dritte Mal, wo ich heute auf B drücken darf. Yay, der Tag des Bs. Der B-Knopf ist ja so heilig. Mann, man hätte ich jetzt vergessen, B zu drücken. Ich wäre so ausgerastet. Ha, so witzig. Wow, toller Kampf. Ihr zwei wollt es aber wirklich echt wissen. Danke, Sana. Du schmeichelst mir. Seit wann hast du denn zugesehen? Wo ist eigentlich Sterno? Der ist doch im Kampf-Dojo. Echt? Beim Kampf-Dojo? Tut mir leid, Leute! Ich war im McDonald's und hab eine Menge Big Macs reingedrückt und hab die Zeit komplett vergessen. Und Tiano, haben die Big Macs geschmeckt? Ja, und wie? Super, das freut mich für dich. Ach ja, hört alle mal her. Ich möchte unbedingt zu diesem gruseligen Haus gehen. Das ist in der Nähe von Romantia City. Du meinst wegen dieser Gerüchte? Genau, kommt schon, gehen wir. Los und sehen nach, was an den Gerüchten dran ist. Nein, ich glaube, ich passe, das sind eh nicht mehr als Gerüchte. Ich wollte ohnehin noch etwas mit meinem Pokémon trainieren, bevor ich nach Romantia City gehe. Okay. Bis dann. So. Ich gehe da mal weiter zum Burger King jetzt und du den hier Fratz fressen. Also, ich sehe mir das auf gar keinen Fall an, Tiano. Du musst dringend abnehmen, ey. Fettsack. Deine wär's ja so fett. Ach ja, Tiano ist so fett. Warum unternimmst du eigentlich nichts auf der Reise? Alle hängen sich richtig rein und haben eine Menge Spaß auf ihrer Reise. Bei mir dreht sich alles um Erinnerungen. Ich reise damit, ich später einmal auf viele tolle Erlebnisse zurückblicken kann. Die einen fressen Big Macs, die anderen tun ihren Pokédex füllen, die anderen wollen gegen dich immer gewinnen, was sie aber nicht tun, weil sie Noobs sind. Ach, naja, aber das nur am Rande. Warte, tauschen wir gleich? Nein, das machen wir nach dem Part. Ich geh jetzt schnell heilen. Wee. Ja, traurig, aber ich geh jetzt heilen. Nein. Doch. Ich meine, dass wir dem. Dass ich erst nach dem Part tauschen darf. Ja, du meinst, du warst so langsam. Wie ein Fleckmann. Was denn? Musst du noch gegen Rübel kämpfen? Ach, da ist ja der Commander. Hör auf, über Commander zu reden. Wir weg sind mit dem Galactic-Scheiß. Hör auf zu spoilern, ist das Let's Play. Du kleiner Honk. Wir sind hier im Team Flair Doppelpark. Da
damit, dass wir gerade so Doppelpark reden. Action Arena Leiter Doppelpark. In Omega Rubin. Ja. Da gab es ein richtiges Desaster, aber ich erzähle es nicht. Warte, bist du der Kerl, wo Dampfwalze und so verkauft? Nee, du bist. Dampfwalze? Ja, man konnte sich am Anfang des Spiels Dampfwalze kaufen, aber ich hatte genug Geld. Dann wollte ich für das sparen, aber jetzt hat ja mein Vibrava die Attacke. Und dann auch noch Step dazu. Guck mal, da. Ich wackle den ganzen Tag herum. Ich tanze. Nein, hör auf. Dabei, vielleicht bist du in diesem Part oder im nächsten Part ja schon. Hier kann man so Pokémon wie Moalord, Alpollo und so fangen. Moalord. Wo wir gerade von Moalord reden. Da ist deins. Oh, und ich sollte ein anderes Pokémon nach vorne machen. Warum? Ist das ein Training? Nein, ich möchte gerne mein Dragon Face nach vorne machen. Der hat jetzt schon ewig kein Level mehr gekriegt. Doch, seit. In der Arena hat er tatsächlich keins gekriegt. Wow, ich merke gerade das Level, weil dass ich gut dabei bin mit den Level. Hier kann man übrigens auch gute Pokémon fangen. Das ist nur nichts, das eigentlich nichts. Doch, Viscora. Viscora ist ein gutes Pokémon. Ja, Viscora ist ein gutes. Warum? Ich kann doch das Ding besiegen. Ich hab. Feuerodem! Yay! Und das ist schneller. Ja, wo auch immer der Feuerodem rauskommt. Brechpflegen. Warum überlebt das Ding Step Feuer und dem so sehr? Es hat gar keine so eine große Fresse und nichts dahinter. Doch, die ganze Gefunge. Weg mit der Lyra. Du meinst Glu. Ich war ja kein Teammitglied. Ja, nur Mann, ich würde nie Schutzband. Das ist gut. Das ist sehr nice. Wie das bei dem Macho, mein Gott. Ja, ich hab's mein Macho Majar auf also Screen gegeben. Aber ich vergessen zu sagen, Diamond. Weg Moalord. Mit dir, Moalord. Das ist scheiße. Eigentlich ist es ein gutes Pokémon. Ich glaub, Enton kann selbst Eisschieber lernen. Kann's ja auch. Hab ich getestet. Ich glaub, das kann auch Moalord. Wie auch immer kann Felino diese Attacke erlernen. Ach, die Katze. Wenn du fliebst. Scheiße. Ja, das Ding ist. Das Ding ist der letzte Mist. Und welche Gen ist das nochmal? Vierte. Das ist Sinnoh. Ach, das sieg's mal. Denke ich mal, das wäre aus Kampf oder Joto. Keine Ahnung. Meistens würde ich denken, Einhalt so hässlich, wie es aussieht. Mann, ich kann die Einhalt. Ich kann die Einhaltregion wirklich nicht leiden. Aber Kubalium ist ja geil. Ja, Kubalium, die haben die Scheiße. Ja, das ist die Pokémon-Version von My Little Pony. Red jetzt nicht über den Scheiß. Ich hasse My Little Pony. Ja, ich weiß, aber das muss gesagt werden. Ja, das. Ich glaube, das hat mehrere Formen. Keldeo hat zwei Formen. Magst du eine Spiluetta? Ja. Oh, da ist ja das Ding. Oh, was sieht, eine Frage habe ich, Leute. Was sieht schlimmer aus als Flunschlick? Flunschlick? Nein, Shiny Flunschlick. Welche Farbe hat das nochmal? Blau? Etwas ja, an den Stellen, wo es gelb ist, ist es blau. Das sieht ja noch schlimmer. Andererseits... Shiny Driftlohn. Shiny Driftlohn sieht voll in dem Trainer. Du mal meine Diatex machen. Gut. Nee. Ich muss die anstecken. Ja, gut. Viscora! Gott. Dich gibt's auch hier! Viscora ist ein geiles Pokémon. Ja, aber auch ein Pokémon X habe ich nicht vor reinzunehmen. Ich mach mal Stärke. Sollte ja neutral treffen. Wow. Bitte keine Paare. Lass mich ran, ich krieg die Paare. Dieser Hex immer! Dieser Hex! Dieser Hex ist so unglaublich, Leute. Bitte, treff. Wir wollen nichts von deinem... Dieser Hex ist unglaublich. Oh Gott. Lehmbrühe. Ich krieg ach ja, Lehmbrühe ist so eine Wasser... Den hör auf. Ja.
Das Ding ist weg. Ich krieg meine Scheiße mit den Ohren. Wow, das Ding macht sogar wenig, gibt sogar weniger AP als so ein wildes Venofriebes. Venofriebes kann Knirscher. Ja, schön. Ich glaube, das Teil kann sich nur alle entwickeln. Kann sich auch nicht. Was man denkt, ist, dass wir aus Kanto oder Wohnung das entwickeln. Als Team Rocket hat, aber dazu muss man noch nicht gerade. Ja, schön. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss, euer Famous FK.